bin absolut kritikfähig, denn ich weiß, dass sich Kritik nicht gegen mich persönlich richtet. Du musst echt ein bisschen mehr auf deinen Ton und dein Benehmen achten. Sondern, dass meine Arbeit kritisiert wird. Deswegen versuche ich zu verstehen und zu akzeptieren. Und länger darüber nachdenken tue ich äußerst selten. Ich müsste mehr an meinem Ton und Benehmen arbeiten? Nein, alles gut. Es ist gut, dass ihr so ehrlich wart. Dann kenne ich jetzt wenigstens meine Defizite. Bam! Und schon am Ton gearbeitet. Defizite. Ach, Schatz. Sei doch froh, dass du solche ehrlichen Menschen in deinem Umfeld hast. Ja, bin ich auch, Mama. Und nun haben wir auch schon die Schwelle der Kritikfähigkeit erreicht und wir können entscheiden, welchen Weg wir weiter beschreiten werden. Entweder den des Akzeptierens. Natürlich akzeptiere ich die Meinung, denn wir sind ja erwachsen. Oder viel wahrscheinlicher, den des Hineinsteigerns. Das Hineinsteigern hat wiederum weitere Phasen. Als erstes wird die Kritik gegen den Kritiker angewendet. Und das häufig im Beisein von guten Freunden. Ich soll an meinem Ton und meinem Benehmen arbeiten. Ich. Dabei sollte erwähnt werden, dass Rationalität kleingeschrieben wird. Also, ganz klein. Ich habe auch immer gesagt, so perfekt ist die auch nicht. Ich gehe da jetzt immer. Angemessen. Bitch. Obwohl sie ja echt auf ihren Ton und ihr Benehmen achten. Dieser Kommentar entspricht nicht der Wahrheit, denn sollte die Gegenkritik nicht funktionieren, beginnt Phase 2 des Hineinsteigerns. Die Fehlersuche. Weißt du noch letztens, als sie diesen Komplettausfall hatte, als jemand versucht hat, Englisch mit ihr zu reden? Ja, mega peinlich war das. Und ehrlich, sie weiß eh nicht, wie man auf Menschen zugeht. Sie hat null Erfahrung mit der Realität. Und wisst ihr, was sie auch nicht kann? Mathe. Ja, du bist ja auch ziemlich dumm in Mathe. Auch dieser Kommentar entspricht nicht der Wahrheit, denn Freunde halten zusammen und beleidigen auch zusammen in Phase 3 den Kritiker. Mit weiterhin kleingeschriebener Rationalität. Und Logik. Und vor allem Höflichkeit. Weißt du, was die ist? Hässlich. Du musst dir von so einer Schlampe überhaupt nichts sagen lassen. Die ist nur neidisch, weil die dumm ist. Du hast recht. Wie kann sie nur? Und während die Entrüstung steigt, dass so eine Bitch es überhaupt gewagt hat, mich in irgendeiner Weise zu kritisieren, steigt ebenfalls der Drang, diese Story so vielen Leuten wie möglich aufzuzwingen. Ob sie wollen oder nicht. Phase 4. Hör mir zu! Und du glaubst nicht, was sie gesagt hat. Ich solle an meinem Ton und meinem Benehmen arbeiten. Ich muss los. Oh, sorry. Schönen Tag noch. Unhöflich. Ich soll an meinem Ton und meinem Benehmen arbeiten, okay? Ich verstehe das nicht. Ich kann mich jeder Schicht, ich kann mich jeder Situation vollkommen... Oh, Entschuldigung. Mit Oliven und Zwiebeln. Ja, ich fluche gerne. Aber diese Schlampe kann mir einfach nicht sagen, dass sie das nie tut. Möchten Sie wissen, wie Jesus Ihnen helfen könnte? Was interessiert mich Jesus? Ich würde Sie gerne zu einem Jehova-Treffen einladen, damit Sie über Ihre Aggressionen reden. Wie bitte? Verpissen Sie sich aus meiner Wohnung, Sie verdammte Stück Sch... Und damit sich der Kreis des Hineinsteigerns schließen kann, fehlt noch die letzte und fünfte Phase. Hey, warte, komm mal bitte her. Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hast dir meine Bemerkung letztens nicht zu Herzen genommen, weil gestern wirktest du so komisch. Ach Quatsch, da habe ich doch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Gestern, da war ich einfach müde. Ein mutiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr das Phänomen des Hineinsteigerns auch kennt, outet euch in den Kommentaren. Ich freue mich drauf und bis bald.